Antenne Mainz 106,6 an ihrem Mittwochnachmittag. 7.45 Uhr haben wir es ganz genau, ja. Ich habe es ja schon angekündigt, Unterricht der Zukunft, Lernen mit Tablet-PCs. Seit Anfang des Jahres arbeitet nämlich die Klasse 7e des neuen Gymnasiums in Rüsselsheim im Schulalltag mit diesem Samsung-Tablet. Und 9 Lehrer und 30 Schüler setzen das Tablet zur Ergänzung des analogen Unterrichts ein. Das Projekt wird noch bis zu den Sommerferien 2013 laufen, und um die Schüler auf die moderne Arbeitswelt vorzubereiten. Das Projekt ist das allererste mit Android-Tablets, das unter wissenschaftlicher Begleitung umgesetzt wird. Durch dieses Projekt lernen nämlich die Schüler, mit Medienkompetenz umzugehen, was das alles bedeutet, und ja, einen verantwortungsvollen Umgang mit diesen Tablets. Dazu Frank Sauerland, ein Lehrer, der an dem neuen Gymnasium in Rüsselsheim unterrichtet. Diese Medienkompetenz, die kann man sehr schön nebenbei auch mit einführen. Wenn es zum Beispiel mal Probleme gibt, dass Bilder gemacht wurden, und dann kann man immer darauf eingehen, warum wurde jetzt das Bild gemacht? Was siehst du da eventuell im Hintergrund? Sollte man so ein Bild überhaupt posten oder irgendwo mit einbinden? Das heißt, bei den Schülerarbeiten direkt kann man oftmals diese viele Problematiken der Medienkompetenz mit einsprechen, ohne sie jetzt direkt 2 Stunden Vortrag drüber halten zu müssen, weil wir das Gerät einfach haben, das Medium haben, und wie soll man Medienkompetenz ohne Medium lernen? Natürlich sollen die Schüler auch lernen, eigenverantwortlich mit diesen Medien umzugehen und sicher mit den Kommunikations- und Informationstechnologien umzugehen. Deswegen wollten wir von Frank Sauerland noch wissen, wie zufrieden er denn mit dem Verhalten der Schüler ist. Die Geräte werden personalisiert, eigene Hüllen gekauft. Durch das, was wir von vornherein gesagt haben, auch über den Nutzungsordnung, ist ein Arbeitsgerät, arbeiten die Kinder damit. Also ich habe die Eltern gefragt, wie sieht es denn aus? Sitzen jetzt ihre Kinder mit dem Gerät unter der Bettdecke, gucken YouTube-Videos nachts? Sagen sie, nö, das Gerät, geben wir das freiwillig ab. Das ist zwar ihr Gerät, sie sind auch stolz drauf, gehen damit auch sehr pfleglich um. Wir haben wirklich noch keine Verluste in irgendeiner Form gehabt. Nicht mal vor diesen kleinen Stiften, die da dran hängen. Und die gehen damit pfleglich um und wissen auch, jetzt ist Schluss, und benutzen halt dann ihr Handy für andere Geschichten oder andere Privat-Tablet, aber nicht das. Hört sich schon mal nicht schlecht an. Das hat, glaube ich, Zukunft. Ja, es dauert vielleicht noch ein bisschen, aber Kylie Minogue weiß Bescheid. Give me just a little more time. Jetzt für Sie, Antenne 106,6.